Herzlich willkommen auf dem Trader Channel. Ich bin der Torben und stelle euch heute mein Modern Deck vor, das heißt Rainbow Titan Cat. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So. Mit meinem Modern Deck möchte ich Folgendes erreichen. Ich möchte eine Combo erreichen, die aus Saheeli Ray und einem Philidar Guardian besteht. Der Philidar Guardian ist eine Katze, deswegen auch der Rainbow Titan Cat. Und wenn der ins Spiel kommt, darf ich eine Karte flickern. Das bedeutet, dass ich eine andere Karte ins Exil schicken kann und sie danach wiederkommt. In dem Fall ist es die Saheeli Ray. Das ist ein Planeswalker mit Mana Kosten 3, die mit 3 Marken ins Spiel kommt und die 3 Fähigkeiten hat. Ihre erste Fähigkeit ist plus 1, Hellsicht 1 und füge einen Schaden einem Spieler zu. Minus 2, bringe eine Kopie eines Artefakts oder einer Kreatur ins Spiel. Diese Kopie erhält Eile und sie wird am Ende des Zuges ins Exil geschickt. Wenn man das mit dem Philidar Guardian macht, kommt eine Kopie ins Spiel. In dem Fall nehmen wir einfach mal jetzt einen Token. Das ist ein Philidar Guardian. Wenn der ins Spiel kommt, darf ich eine andere Kreatur oder eine andere Permanente ins Exil schicken. In dem Fall würde ich gerne meinen Planeswalker ins Exil schicken. Wenn sie wiederkommt, kommt sie wieder mit 3 Marken ins Spiel und kann mir eine neue Kopie dieser Karte machen. Das würde dazu führen, dass ich unendlich Katzen produzieren kann, die 1-4 sind und Eile haben. Das würde bedeuten, dass ich meinen Gegner umbringen kann. Das ist ein Plan des Decks. Diese Kartenkombo wird sehr oft gespielt. Aber ich habe sie jetzt mal ein bisschen anders gebaut und führe in dieses Deck den urtümlichen Titan ein. Der urtümliche Titan sagt Folgendes: Wenn er ins Spiel kommt oder angreift, kann ich bis zu 2 Länder aus meinem Deck suchen und sie ins Spiel bringen. Das hat zur Folge, dass wenn er ins Spiel kommt, ich mächtige Länder raussuchen kann, die Sachen tun. In dem Fall suche ich mir zumeist 2 Felder der Toten raus. Die Felder der Toten sagen Folgendes: Wenn ich 7 oder mehr verschiedene Länder besitze, mit verschiedenen Namen besitze, kriege ich einen 2-2 Zombie-Token. In diesem Fall diesen Zombie-Token. Aber wenn ich beide gleichzeitig ins Spiel bringe, würden sie jeweils sich gegenseitig sehen und jeweils 4 Zombies machen. Also wenn ich den Titan spiele, dann mache ich mir 4 Zombie-Tokens, die zusammen 8 Power haben. Also durch 6 Mana kriege ich 14 Stärke aufs Feld. Das können viele Decks nicht handeln. Aber wie komme ich denn dahin, möglichst schnell? Dazu brauche ich natürlich Wege, schnell Mana zu generieren. Dazu habe ich Karten wie die Suche nach Morgen und den ältesten Satz des Sakura-Stamms. Der älteste Sakura-Stamm sagt Folgendes: Er ist ein 2-Mana 1-1 Ophis Schaman. Ich kann ihn opfern, um ein Basisland aus meinem Deck zu suchen und es getappt ins Spiel zu bringen. Also eigentlich eine Karte wie Rampant Growth, nur in besser, weil sie eine Kreatur gleichzeitig ist. Die Suche nach Morgen kostet 3 Mana und sagt: Durchsuche deine Bibliothek nach einem Standardland und bringe es ins Spiel. Mische danach deine Bibliothek. Da denkt man sich eigentlich ein bisschen schwach für 3 Mana. Sie hat aber einen extra Effekt, der heißt Aussetzen. Aussetzen 2 in dem Fall. Das heißt, du kannst für ein grünes Mana sie ins Exil schicken mit 2 Zeitmarken. Und nach 2 Zügen wird sie für 0 Mana gespielt. Das heißt, du kriegst praktisch spielst Turn 1 für 0 für 1 Mana, die Suche nach dem Morgen, und kriegst Turn 3 ein extra Land. Das würde bedeuten, dass du möglichst schnell zum urtümlichen Titan kommst. So kommt man möglichst schnell zum urtümlichen Titan. Das ist eins der Ziele. Aber wie beschützt man denn den anderen Teil der Combo? Das ist ganz einfach. Dazu haben wir Sachen wie Teferi, den Zeitreisenden, und Oko, den Dieb der Kronen. Teferi ist ganz simpel eigentlich gestrickt. Für 3 Mana ein 4 Loyalitätsmarken Planeswalker. Der sagt, jeder Gegner kann Zaubersprüche nur zu einem Zeitpunkt wirken, zu dem er auch eine Hexerei wirken könnte. Das heißt, deine Gegner können nicht mehr in deinem Zug interagieren. Du wirst damit praktisch geschützt. Dazu hat er noch die Fähigkeit für plus 1, bis zu deinem nächsten Zug kannst du Hexereien wirken, als ob sie Aufblitzen haben. Das gibt auch noch ein paar extra Elemente, die ich gleich noch erläutern werde. Und zusätzlich noch minus 3, bringe bis zu einem Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück.
ziehe eine Karte. Das kann natürlich auch helfen als Removal. Und Oko, der Dieb der Kronen, sagt für 3 Mana mit 4 Realitätsmarken ins Spiel kommen und plus 2 mach ein Food Token. Ein Food Token ist ein Artefakt, was man für 2 Mana opfern kann, um 3 Leben zu generieren. Seine plus 1 sagt, ein Artefakt oder eine Kreatur wird zu einem 3-3 Elch, der alle seine Fähigkeiten verliert. Er behält aber seinen Namen. Und für minus 5 darf man die Kontrolle eines Artefakts oder einer Kreatur, die man selber kontrolliert, und einer Kreatur mit Stärke 3 oder weniger vom Gegner tauschen. Das sind alles Elemente, die behilflich sind. So. Dann braucht man natürlich auch noch Removal in diesem Format. Das ist, in meinem Fall ist es einmal die Eiszangenkarte, ein 1-1 für 2 Flash-Flieger, der, wenn er ins Spiel kommt, eine Karte zieht. Solange man aber drei verschiedene bleibende Karten kontrolliert, die verschneit sind, also Schneeländer oder das Arkums Astrolabe, was ich gleich zeigen werde, hat sie Todesberührung. Also es ist für 2 Mana ein Removal-Spell in den meisten Fällen. Zusätzlich dazu spiele ich aber noch Weg ins Exil. Für 1 Mana instant entferne eine Kreatur aus dem Spiel. Der Besitzer durchsucht seine Bibliothek nach einem Standardland und bringt es getappt ins Spiel. Das ist das beste weiße Removal, was es momentan im Modern-Format gibt. Weil man für 1 Mana irgendeine Kreatur ins Exil schicken kann. Für möglichst wenig Kosten. So, aber wie finde ich denn jetzt meine Combo? Dazu habe ich verschiedene Wege. Einmal das Astrolabe und den Nissa's Eid. Der Nissa's Eid besagt, für 1 grünes Mana ist es eine legendäre Verzauberung, die dich die obersten 3 Karten angucken lässt und du darfst dir davon eine Kreatur, ein Land oder ein Planeswalker auf deine Hand nehmen. Zudem sagt es zusätzlich, dass man seine Planeswalker mit Mana bezahlen kann, wie man möchte. Sie sind praktisch, du kannst mit farblosen Mana jeden deiner Planeswalker wirken. Das ist natürlich auch Mana-fix in einem vierfarbigen Deck. Und Arkums Astrolabe sagt, für 1 Schneemana, das heißt, das kann nur von Permanenten, die von Schneepermanenten bezahlt werden, ist es ein Artefakt, was eine Schneepermanente ist, ein Schneeartefakt. Wenn es ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Und für 1 Mana kann man es tappen, um einen Mana einer beliebigen Farbe zu erzeugen. Also bringt es auch wieder Mana-Fixing ins Spiel. So. Zusätzlich habe ich eine einzelne Hydrid Crasis in meinem Deck. Das ist mehr ein Gimmick von mir als notwendig. Es ist einfach eine Lieblingskarte von mir und sie sagt, für Grün und Blau und X ist es ein 0-0. Eine Qualle Hydra Bestie. Aber sie kommt mit X1-1 Marken rein und wenn man sie castet, hat sie einen Cast-Trigger, der besagt, man kriegt die Hälfte von X als Lebenspunkte und zieht so viele Karten, wie die Hälfte von X ist. Also ist das ein uncounterbarer Kartenziehzauber, der sehr schön ist. So, dann sind wir auch schon fast am Ende. Aber ich habe in dem Deck natürlich auch noch 2 besondere Karten, die mir auch noch sehr am Herz liegen. Das ist einmal Golos, der unermüdliche Pilger, der sagt, ist praktisch ein kleiner Primeval Titan. Er sucht dir ein Land raus, wenn ein Spiel kommt. Es kann irgendeines sein, aber er hat noch einen extra Effekt. Für 1 Mana jeder Farbe und 2 weitere kann man die obersten 3 Karten ins Exil schicken in seiner Bibliothek und darf sie bis zum Ende des Zuges, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, wirken. Da kann man alles drin finden. Von Ländern bis zu Combo-Pieces, alles. Das ist eine sehr schöne Karte und man kann tatsächlich in diesem Deck schwarzes Mana erzeugen, indem man Mana mit dem Astrolabe erzeugt. Eine zweite andere Karte, die ich sehr gern habe in diesem Deck, ist ein Board Wipe. Das ist der Reichsmantelriese. Der hat erst eigentlich ein 7-7-7 mit Wachsamkeit, aber hat noch eine Extrafähigkeit aus dem neuen Set Eldraine. Nämlich hat er noch seine Hexerei auf sich gedruckt, die heißt Abstreifen. Für 5 Mana zerstöre alle Nicht-Riesen-Kreaturen. Das ist ein Board Wipe, der sehr gut ist. Und vor allem in dem Deck, weil der urtümliche Titan selber ein Riese ist und dadurch nicht getroffen wird. Das kann dazu führen, dass man nur die Kreaturen vom Gegner zerstört und das ist sehr hilfreich. Diese beiden Karten habe ich jeweils einmal im Deck, während ich andere Karten natürlich mehrfach habe. So, um auf die Kartenanzahlen zu kommen, ich spiele 4 Astrolabes, 4 Oath of Nissa, 1 Hydroid Krasis, 4 Path to Exile,
viermal den Sakura Tribe Elder, zweimal den Eisern Koate, zweimal den Teferi, den Zeitweisenden, zweimal Oko, den Dieb der Kronen, viermal die Sahelirei, zweimal die Suche nach dem Morgen, viermal den Felida Guardian, wozu man noch sagen muss zu dem Felida Guardian, der kann ja jede permanent flickern, ob es jetzt ein Off of Nissa ist, den man flickert, um weitere drei Karten anzuschauen, um einen Planeswalker zu finden oder nicht. Zusätzlich spiele ich dann noch ein Reismantelriesen, ein Golos und natürlich die vier urtümlichen Titanen. So, jetzt kommen wir aber zu dem spannenden Teil und das sind die Mana. Das ist die Mana-Base in diesem vierfarbigen Deck. Die ist nämlich ein bisschen anders als sonst. Da wir 2x Fear of the Dead spielen, müssen wir viele Länder haben mit verschiedenen Namen. Das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, eine Mana-Base zu bauen, aber das wird man jetzt sehen. Wir fangen erstmal an mit den Basisländern. Da haben wir ein normales Plains und einen normalen Forest. Das hat auch einen Grund, warum wir die haben, selbst wenn wir verschneite Länder brauchen. Weil die haben andere Namen als die verschneiten Länder. Heißt, wenn man ein Forest hat und einen verschneiten Forest, sind das zwei verschiedene Namen für das Feld der Toten. Das ist sehr hilfreich. Und deswegen spielen wir auch zwei normale Basics. So, dann spielen wir drei verschneite Felder, zwei verschneite Inseln, ein verschneites Gebirge und eine verschneite Ebene. Weil wir nicht so viel Rot brauchen. Dann zu den Dual-Ländern. Fangen wir an mit den Fetch-Ländern. Ein prismatisches Panorama, einen gefluteten Strand, zwei zerzauste Heiden und zwei bewaldete Gebirgsläufer. Diese Länder können dir in der Regel jedes Land raussuchen, was du gerade brauchst. Ob Basisland oder nicht Basisland. Und zwar in den meisten Fällen eins der Schockländer, die ich spiele. Ich spiele einen Breeding Pool, ein Stampfgelände, eine Heilige Schmelze, ein Steam Vents, eine Hollow Fountain und ein Tempelgarten. Mit diesen fünf Ländern habe ich alle vier Farben, die ich brauche, gut abgedeckt und kann mir je nach Bedarf mit den Fetch-Ländern diese raussuchen. So, das war jetzt mein Main Deck, womit ich hauptsächlich spiele. Und nach dem ersten Spiel kommt man ja zum Sideboard. Und dafür habe ich mehrere Pläne. Erstmal lege ich meinen Sideboard einmal aus. Da fangen wir an mit einer Tamiyo Collector of Tales, die sagt, Spells und Abilities, die meinen Gegner kontrollieren, können mich nicht zwingen, eine Permanent zu opfern oder eine Karte abzuwerfen. Und zusätzlich ist es ein 4-Mana Planeswalker, der für 5 Marken reinkommt und die plus 1 sagt, ich benenne einen Kartennamen und decke danach die obersten 4 Karten auf von mir und wenn diese Karte dabei ist, darf ich sie auf die Hand nehmen, so oft wie sie dabei ist. Alle anderen davon gehen in den Friedhof. Damit finde ich auch wieder meine Combo schneller. Aber viel wichtiger für den Sideboard-Plan ist eigentlich die -3-Fähigkeit, die mir erlaubt, eine Karte aus meinem Friedhof auf meine Hand zurückzubringen. Das hilft besonders gegen Sachen, die mich abwerfen lassen oder mich opfern lassen. Dann habe ich eine Nazeth, Teller of Tales, glaube ich heißt sie. Weiß ich gerade nicht ganz genau, weil ich sie auf Japanisch habe. Sie kostet 3 Mana, kommt mit 5 Loyalitätsmarken rein und sagt folgendes. Kein Gegner darf mehr als eine Karte pro Zug ziehen. Das ist besonders hilfreich gegen Combo-Decks, die darauf aus sind, viele Karten in einem Zug zu ziehen und dann dich ganz schnell zu töten. Zusätzlich kann sie natürlich auch noch meine Combo suchen, weil ihre -2 sagt, ich guck mir die obersten 4 Karten an und darf davon eine Non-Creature-Spell und eine Nicht-Kreaturkarte und eine Nicht-Landkarte auf die Hand nehmen. Also eine Karte, die weder Land noch Kreatur ist, darf ich mir auf die Hand nehmen. Dann habe ich noch Ashiok Dreamrender. Sie kostet 3 Mana. Sie sagt folgendes. Deine Gegner dürfen die Effekte von deinem Gegner erlauben es nicht mehr, die Bibliothek zu durchsuchen. Das heißt, wenn mein Gegner ein Fetchland aktivieren möchte, dass zum Beispiel der möchte ein prismatisches Panorama opfern und er gerade nicht aufpasst, dass meine Karte da liegt und er das opfert, bezahlt er ein Leben und darf nicht suchen. Er hat also das Land geopfert und hat kein neues Land bekommen und hat sogar noch ein Leben bezahlt. Ihre andere Fähigkeit, ihre Minusfähigkeit besagt, ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 4 Karten seiner Bibliothek in seinen Friedhof und danach exilen alle Gegner
ihre Friedhöfe. Das ist gut als Graveyard Hate, zum Beispiel gegen Dredge oder andere Combo-Decks, die mit ihrem Friedhof arbeiten. Diese drei Karten habe ich besonders gewählt, als Planeswalker sind und ich sie mit dem Oath of Nissa gut finden kann. Das ist aber auch ein Thema, was sich durch mein Deck zieht, dass ich eher Karten spiele, die ich mit meinem Oath of Nissa finden kann, ob es Kreaturen oder halt Planeswalker sind. Dann kommen wir zu dem nächsten Teil. Da habe ich einen sammelnden Bubo. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht mehr aktiviert werden. Für 2 Mana ein 2-2 ist eine super Karte gegen Artefakt-Decks, die dann nicht mehr wirklich richtig funktionieren. Dann habe ich eine Lavinia, Azorius Renegade. Für 2 Mana auch ein 2-2. Each opponent can't cast non-creature spells with converted Mana cost more than the number of lands that player controls. Das ist super gut gegen Tron. Die haben meistens 3 Länder und wollen einen Khan casten, der 7 Mana kostet. Das geht dann nicht mehr, weil sie zwar 7 Mana haben, aber sie können es nicht mehr casten, weil Lavinia da liegt und sie nur 3 Länder haben. Aber ihre zweite Fähigkeit ist auch sehr gut. Gegnerische Spells, für die kein Mana ausgegeben wurde, werden gecountert. Also Sachen, die 0 Mana kosten, werden einfach gecountert, wenn sie ins Spiel kommt. So, dann habe ich noch zusätzlich 2 Herbstritterinnen. Das ist eine sehr flexible Karte, die sagt, wenn sie ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder lege 2 1+1 Marken auf diese Kreatur oder zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl oder du erhältst 4 Lebenspunkte. Die zerstöre ein Artefakt oder Verzauberung deiner Wahl ist natürlich immer sehr nützlich gegen Artefakt- und Verzauberungsdecks und die plus 4 Lebenspunkte sind sehr gut gegen Burn und andere Aggro-Decks. Daher sind die paar Karten immer gesetzt. Dann, wenn ich gegen Kreaturen-Decks spiele, möchte ich gerne mehr Board-Vibes als nur den Riesen im Deck haben. Deswegen sind noch 2 oberste Richtsprüche im Sideboard, die 4 Mana kosten und uncounterbar sind und alle Kreaturen zerstören. Das ist eine der besten Karten ihrer Art. Dann, wie ich schon gerade über Tron gesprochen habe, habe ich noch 2 dämpfende Sphären, die sagen, falls ein Land mehr als ein Mana produziert, mache stattdessen nur ein farbloses Mana. Das ist, also funktionieren die Tron-Länder praktisch nicht mehr. Das ist sehr schön. Dann, jeder Zauberspruch, den ein Spieler wirkt, kostet beim Wirken für jeden anderen Zauberspruch, den er in diesem Zug gewirkt hat, bereits eins mehr. Das ist sehr wichtig gegen Storm-Decks, die versuchen 15 bis 20 Spells in einem Zug zu wirken. Das geht dann nicht mehr, weil jeder Spell dann ein Mana mehr kostet pro Spell. Das heißt, der dritte Spell kostet dann schon 3 Mana mehr. Das ist sehr, sehr gut dagegen. Dann brauche ich natürlich auch noch was gegen die Friedhof-Decks, wie zum Beispiel Dredge, die ihren ganzen Friedhof füllen und damit dann das Spiel gewinnen, indem die Kreaturen aus dem Friedhof ohne Mana-Kosten wiederkommen. Dafür habe ich in Frieden ruhen. Das sagt, wenn das ins Spiel kommt, exile alle Friedhöfe. Falls eine Karte oder ein Spielstein von irgendwoher in den Friedhof gelegt werden würde, wird sie ins Exil geschickt. Das hat nicht nur zur Folge, dass Friedhofsdecks nicht funktionieren, sondern auch Decks, die darauf aus sind, Todeseffekte zu abusen, nicht mehr funktionieren, weil die Kreaturen nicht mehr direkt sterben, sondern ins Exil geschickt werden, wodurch keine Todestrigger mehr dazu durchkommen. Und zu guter Letzt habe ich noch 2 Schleier des Sommers in meinem Deck, in meinem Sideboard. Einfach nur, weil es eine der besten Sideboard-Karten, die es jemals gab, ist. Ziehe eine Karte, falls ein Gegner in diesem Zug bereits einen schwarzen oder blauen Zauberspruch gewirkt hat. Du und Permanents, die du kontrollierst, haben fluchsicher vor schwarzen und blauen Karten. Und Zaubersprüche können in diesem Zug nicht neutralisiert werden. Das ist für 1 Mana der Effekt, den blaue Karten für 4 Mana regenerieren. Du kommst immer hoch raus und dein Gegner kann nichts dagegen machen, weil es einfach eine der besten Karten ist, die es jemals gab. So, ich hoffe, mein Deck hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielen Dank.